Ich heiße Emil Van Siedle und ich bin 28 Jahre alt. Ich habe 3 Monate hier Praktikum angefangen, nach dem Praktikum 1 Jahr Ausbildung. Und dann bin ich festangestellt. Jetzt insgesamt bin ich 7 Jahre drin. Und in diesen 7 Jahren wurde er zu einem der treuesten Mitarbeiter. Emil Van Siedle ist flexibel. Wo es was zu tun gibt, packt er mit an. Ich bin an die Spüle, Vorbereitung machen. An der Herzseite, Frühstücksseite, auch dieses von Frühstück. Und halt putzen und wenn es zum Schluss ist, kehren, aufräumen und alles sauber halt. Von Anfang an war er bei den Kollegen und auch bei den Chefs beliebt. Nicht zuletzt aufgrund seiner herzlichen Art. Man hat erstmal den Eindruck, er ist ein bisschen zurückhaltend, schüchtern. Aber im Grunde, wie es oft so ist bei Menschen, wenn man sich näher kennt, wenn die Vertrautheit da ist, wirklich ein zuverlässiger, was mal eine gute Grundlage ist und vor allem auch hilfsbereiter Mensch, der dadurch natürlich auch in der Küche gleich gepunktet hat. Die Stelle von Emil Van Siedle wird durch das Projekt BÜWA, was für begleiteter Übergang Werkstatt allgemeiner Arbeitsmarkt steht, mitfinanziert. Das Ziel von BÜWA, Menschen mit Handicap aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln. Wir sind in Oberfranken zwar der kleinste Bezirk, haben demzufolge also nicht so viele Teilnehmer seit 2014 in dem Projekt. Wir können aber wirklich mit recht stolz auf unsere Zahlen sein. Wir haben entsprechend von unseren Teilnehmern mittlerweile 60% hier auf Beschäftigungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln können. BÜWA ist ein Kooperationsprojekt vieler verschiedener Partner. Voraussetzung ist eine besonders schwere Behinderung und eine Vertragszeit des Arbeitsverhältnisses von mindestens 1 Jahr. Im ersten Jahr fördert die Agentur für Arbeit mit bis zu 70% des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgeltes und im zweiten und dritten Jahr übernehmen der Bezirk und wir die Förderung. Der Bezirk beteiligt sich an dem Betrag zu 2/7 und das Inklusionsamt zu 5/7. Und in besonderen Ausnahmefällen kann dann auch eine Verlängerung für ein 4. und ein 5. Jahr vereinbart werden. So wie bei Emil Van Siedle, der aus dem Küchenteam des Bamberger Hofcafés nicht mehr wegzudenken ist. Mir macht es sehr großen Spaß halt, weil da kommen sehr viele Leute, ab und zu ist wenig los, manchmal ist viel los und das macht großen Spaß.